Ja, Freunde, und damit begrüße ich euch zurück zu Resident Evil. Ho, ho, ho. Im letzten Part sind wir die ganzen Türen abgeklappert, um mit den Rüstungsschlössern, die wir benutzen konnten. Das war auch wieder was, Freunde, das sage ich euch. Also das war wieder eine Geburt. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber wir haben ein paar Türen... Nein, nicht diese Richtung. Wir haben ein paar Türen gefunden, auch diese jetzt hier gerade, beziehungsweise nicht diese, die ihr da seht, sondern die davor. Die haben wir gefunden. Jetzt können wir hier auch was mitnehmen. Ah, guck doch mal einer an. Sprengmunition für die Bazooka. Mehr ist ja aber auch nicht. Okay, gut. Hat sich das erledigt und erübrigt. Gut. Ja, was haben wir noch gemacht im letzten Part? Wir sind eigentlich nur umhergelaufen, haben die ganzen Sachen, die wir so gefunden haben, alle in die Kiste gebracht. Zumindest das, was wir tragen konnten. Und mehr ist auch eigentlich nicht passiert. Wir erkunden immer noch das Herrenhaus. In der Hoffnung, irgendwas zu finden, was uns denn... Das bringt uns auf alle Fälle weiter. Das Feuerzeug. Da hatte ich die ganze Zeit die Hoffnung, dass wir dies auch finden. Freunde, das bringt uns nämlich wirklich weiter. Da ist noch ein rotes Kraut. Och, Mann. Und hier haben bestimmt Leute geschlafen von den Forschern. Da ist auch noch was. Munition, das ist natürlich auch super. So viel Pistolenmunition haben wir nicht mehr. Und wenn ich davon ein bisschen was kriege, dann ist das echt super. Muss ich schon sagen. Scheiße, und jetzt habe ich keinen Platz mehr. Oh, Mann. Oh, das grüne Kraut bräuchte ich. Das rote bräuchte ich aber eigentlich. Scheiße, kann ich auch irgendwas ablegen? Nee, kann ich nicht. Warte mal, prüfen. Ich möchte das ganz gerne mal prüfen. Etwas Benzin ist noch übrig. Okay, also etwas Benzin hat das ganze Ding noch. Das ist gut zu wissen. Shit, muss ich doch nochmal zurückkommen und hier die... na sag schon, das rote Kräuterchen holen. Nützt alles nix. Von so weit kommen wir ja nicht. Wir können ja schnell hier raus, dann die Treppe wieder runter. Und dann... sind wir ja schon fast wieder da. Das macht es ja nicht schlimm jetzt. Wirklich. So. Kann ich nämlich jetzt hier runter. Und ich werde die Schrotflintenmuni eventuell doch ablegen. Obwohl wir eigentlich genug Platz haben. Aber wenn wir dann hier solche Räume haben, wo nichts kommt. Und wo wir dann halt wirklich die ganze Zeit nur irgendwelche Sachen bekommen. Wie Munition oder sei es irgendwelche Kräuter. Sei es sonst irgendwas. Wie ein Feuerzeug jetzt zum Beispiel. Dann ist das ein bisschen doof. Aber naja, kann man nicht ändern. So. Die Bazooka-Munition packe ich unter die Bazooka mit. Ja, und das Feuerzeug müsste ich eigentlich auf alle Fälle dann mitnehmen, um weiterzukommen. Das ist doof. Da habe ich ganz viel Zeugs mit. Passt mal auf. Ich glaube, ich leg jetzt erstmal die Munition für die Schrotflinte ab und gehe erstmal ohne die weiter. Ich glaube, das ist jetzt nicht allzu schlimm, weil wir haben jetzt wieder ein bisschen Pistolenmuni und haben auch unsere Schrotflinte voll. Falls denn irgendwas ist, von daher denke ich nicht, dass das jetzt zum Problem werden sollte. Es sei denn, es kommt jetzt irgendwas ganz Gravierendes und Schlimmes, dann könnte es wirklich zum Problem werden. Aber im Moment habe ich die Hoffnung, dass alles noch gut ist und dass hoffentlich nichts passieren wird. Geh hier rein, Jill. Alles klar, gut. Gut, dann holen wir jetzt das rote Kraut. Dann haben wir jetzt das Feuerzeug. Könnten wir mal im großen Boiler schauen, ob wir damit dann jetzt was anfangen können. Ob wir da was anzünden können, das würde mich mal tierisch interessieren. Ach ne, halt, hier war's ja. So. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob ich da vielleicht an dem großen Boiler da draußen war, ob ich da was machen kann mit...
Aber den Schlüssel haben wir auch immer noch, den Rüstungsschlüssel. Schmeißt sie die in diesem Spiel ja weg, oder? Wenn wir alle Türen geöffnet haben, oder ist das in dem Spiel nicht der Fall? Wir müssen die behalten. Das ist die große Frage, wie ich mir gerade stelle. Weil, wenn sie den nicht wegschmeißen, weil es noch Türen vorhanden sind, dann müssen wir die Türen noch finden. Schmeißt sie den aber nicht weg, weil sie das in diesem Spiel ja einfach nicht macht, dann könnte das zum Problem werden, weil wir Platz brauchen. So, ich glaube, der eine Raum hier hinten, genau, der war das nämlich. Hier konnte ich mit dem Fahrzeug, glaube ich, schon was anfangen. Wenn ich mich nicht irre. Und ich irre mich meistens nie, Freunde. So sieht's nämlich aus. Nee, also ab und zu schon, aber jetzt gerade nicht. Nein, ich glaube, ich konnte hier wirklich was machen. Und zwar nutzen. Jawohl. Das ging wirklich. Hatte ich noch so in Erinnerung. Das ist einfach nur eine Karte. Das ist einfach nur eine Scheißkarte von der zweiten Etage. Was? Toll. Das war jetzt das große Geheimnis. Eine Karte von der zweiten Etage. Wahnsinn, Freunde, Wahnsinn. Okay, gut, dann müssen wir doch woanders noch weiter. Ich könnte jetzt mal zu dem Boiler gucken, ob ich da vielleicht auch was anstellen kann mit. Das interessiert mich gerade tierisch, Freunde, das muss ich schon zugeben. Ob ich damit wohl was anfangen kann? Wenn ich den Boiler anbrenne. Passt mal auf, ich werde das mal probieren. Ich probiere es einfach mal. Der sah so aus, der Boiler. Oder gehe ich erstmal weiter? Nee, ich gehe erstmal weiter. Ich gehe hier oben erstmal weiter. Weil hier komme ich sowieso dann schnell runter in die erste Etage wieder. Und somit zum Boiler. Okay, hier hinten war ich schon drin. Da muss ich nicht mehr hin. Okay, hier kann ich den Schlüssel auch noch benutzen, den Rüstungsschlüssel. Das heißt, wir werden hier mal reingehen und sehr gespannt sein, was uns denn jetzt hier drin erwartet. Ich habe ein bisschen Angst, weil die Tür sehr groß ist. Okay. Irgendetwas ist dort in der Vitrine zu sehen. Ja, na was denn? Ein unheimliches Loch. Okay. Ich hab gerade so die Vermutung, da ist ein Schalter. Möchten Sie draufdrücken? Nee, gerade noch nicht. Weil ich habe diese große Vermutung, dass wir diese Teile hier jeweils auf diese Löcher stellen müssen. Ich weiß es aber gar... Oh, hallo. Tschö. Ich bin mir da aber gerade nicht vollkommen sicher. Und mach's deshalb einfach mal. Und drücke jetzt auf den Schalter. Ich habe nicht gespeichert, Freunde. Das ist euch bewusst, ja. Das ist echt doof. Ah, Mann. Naja. Okay. Ich glaube, das hat geklappt. Ein weiteres Emblem. Das Sonnenwappen. Alles klar. Mehr ist ja auch nicht. Okay, gut. Ich denke, dann war das so richtig, wie wir das vermutet hatten. Dann hätten wir das in dem Raum auch abgeklappert und erledigt. So, dann haben wir jetzt das Sonnenwappen. Das können wir dann auch noch da einsetzen.
So, wo geht's dann jetzt hier oben noch hin? Nur noch in die große Halle wieder zurück. Und dann sind da hinten noch ganz viele Türen, wo wir noch nicht reinkamen oder weiterkamen. Beziehungsweise hier ist auch noch eine Tür, wo wir noch nicht weiterkamen. Die ist hier. Und da konnte ich auch den Rüstungsschlüssel verwenden. Dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Wegwerfen. Ah, okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Jetzt könnten wir nämlich den Schlüssel wegwerfen. Sehr gut, super. Und jetzt können wir hier ein paar Räume abklappern, Freunde. Es wäre auch schön, wenn hier mal noch ein Safe Room kommen würde, damit ich nicht immer hin und her rennen muss. Da sehe ich schon grüne Kräuter. Zwei Stück schon wieder. Ich lasse die erstmal liegen. Oh Mann. Richard, what happened? Oh Jill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch! You're wounded. What kind of demon attacked you? It was a huge snake and also poisonous. Ugh. Poisonous? Oh no. Richard, hold on. There is serum. Oh no, I should have brought some with me. No problem. I'll go and get it. Thanks. Scheiße! Da ist ein Serum. Da hinten. Scheiße, wo bin ich denn gerade? Moment mal, Moment mal, Moment mal. Muss ich kurz. Oh Mann, wo bin ich denn gerade? Scheiße. Da muss ich das Serum jetzt holen. Fuck. Das war doch der Safe Room, der eine. Wie komme ich denn da jetzt am schnellsten hin? Scheiße, scheiße, scheiße. Shit, shit, shit. Komm schon, ich muss das Serum holen. Anders geht's nicht. Ich muss mich jetzt ganz, ganz schnell beeilen. Sonst ist nämlich Richard am Arsch. Scheiße, scheiße, scheiße. Und wenn jetzt alles doof läuft, dann kann ich mir ganz gut vorstellen, dass jetzt auf einmal irgendwie wieder Zombies hier auftauchen oder sonst irgendwas ist. Und dass ich mir ja gleich wieder was anhören darf von den Viechern. Warum nennen die Dämonen? Das sind Zombies, Alter. Okay, jetzt darf ich hier wieder eine Runde latschen, weil der Typ da ist. Ich glaube auch zu wissen, dass wenn man sich ja nicht schnell genug beeilt und das Serum holt, dass Richard stirbt. Und man kann ihn aber auch retten. Shit. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, Freunde. Ich muss ganz schnell das Serum holen. Ich hoffe, ich bin ja gerade richtig. Ich habe gerade so ein ungutes Gefühl. So ein richtig und Scheiße, ich bin, glaube ich, falsch. Fuck. Ich bin im zweiten Stock, oder? Shit. Das Serum ist im ersten Stock. Oh nein. Scheiße. Okay, Freunde, ich glaube, das hat sich erledigt. Richard ist wohl wahrscheinlich tot. Nee, ich bin doch richtig. Ah, nein. Ich kann doch da die Treppe jetzt runtergehen, oder war das, oder hochgehen. Nee, runter musste ich die gehen. Ich voll depp. So komme ich da doch hin, so komme ich da doch hin, oder? Oder bin ich da falsch? Ich hoffe es nicht, ich hoffe es nicht. Ich hoffe jetzt für Richard, dass ich nicht falsch denke, aber hier kann ich die Treppe runtergehen, damit ich in die erste Etage komme. Das ist richtig. Das heißt, theoretisch müsste hier... Komm schon, geh runter. Das heißt, theoretisch müsste hier... dann der Raum kommt mit dem Serum. Ja, das ist doch der Safe Room, oder nicht? Ja, genau, ist der Safe Room, wo ich hin muss, um das Serum zu holen. Das waren nämlich die Sachen immer, wo ich gesagt habe, Mensch, das sieht so aus, als ob ich das mitnehmen könnte. Das war nämlich dieses Serum hier im Schrank. Und jetzt kann ich das nämlich auch gebrauchen, möchten Sie dies nehmen.
Jawohl, das möchte ich. Scheiße, scheiße, eine Schlange. Okay, das hört sich auch nicht gut an. Von daher leg ich mal das Wappen kurz rein. Nein. Und ich nehme doch mal die Schrotmunition mit. Vorsichtshalber. Weil wenn da diese riesengroße Schlange kommt, wie er gesagt hat, dann möchte ich da nicht unvorbereitet hingehen. Und schon gar nicht ohne meine Schrotflinte. Also ich meine, ich hatte die Schrotflinte ja mit, aber keine Munition dafür. Nur 7 Schuss. Ich weiß ja nicht, ob das für so eine riesige Schlange reicht. Es könnte eng werden, Freunde. Es könnte eng werden. Es könnte auch eng werden mit Richards Leben. Fällt mir gerade mal auf, weil wir echt viel Zeit vertrödelt haben. Komm schon, beeil dich, Claire. Claire, sag ich schon. Jill. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss mich beeilen. So viele Räume sind es nicht, aber es könnte der Tod sein von Richard. Ich muss mich echt beeilen und dass ich hier so einen Umweg laufen muss. Ach Mensch, ich hätte mir das vorüberlegen müssen, den vielleicht doch zu killen. Ah, scheiße, komm, komm, komm. Aber schön, dass mir das angezeigt wird, dass Richard da das Serum hatte. Ich wusste es auch noch so ungefähr. Ich hatte die ganzen Safe Rooms jetzt abgeklappert, weil ich nicht mehr genau gewusst hätte, dass das dieser war. Aber ich wusste noch, dass das im Safe Room war. Ich glaube, bei Chris zum Beispiel, bei Chris findet man den gar nicht. Ich weiß es leider gar nicht ganz. Das tut mir wirklich schrecklich leid. Aber wir sind jetzt schon da, Richard. Bitte halte durch. Bitte bleib am Leben. Komm schon. Richard, wir sind wieder da. Er lebt noch. Here's the serum. Richard, hold on. I'll give you a shot now. Jill, here's my radio. You should keep it. I'm... No! Richard! Jill, be careful. Verdammt. Richard ist tot. Waren wir doch zu langsam? Shit. Ich glaube echt, wir waren viel zu langsam. Wir hätten schneller sein müssen. Das ist jetzt ein bisschen doof, muss ich sagen. Muss ich echt eingestehen. Ich weiß nicht, ob man ihn hätte retten können. Scheiße. Nee, hier möchte ich noch nicht hin. Das ist doch doof, ist das doch. Okay, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen kurzen Schnitt und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.